Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Es wird Zeit, die Q-School abzuschließen. Ich bin wieder im Karrieremodus. Bay Hill Orlando steht links und das bedeutet Korn Ferry Tour, Q-School und zwar Final Round. Also Freunde, wir legen gleich los. Es geht los. EA Sports is proud to present continuing coverage of the world of golf. From Orlando, Florida and Arnold Palmer's Bay Hill Club and Lodge, live final round coverage of Q School. It is the great challenge that all these golfers face, trying to string four solid rounds together, trying to best Mother Nature and this course, and trying to beat the entire field as we check the leaderboard. Our leader here on this Sunday is our featured golfer. He's got a commanding five-shot lead here as he has been spectacular thus far. So, da sind unsere Rundenergebnisse 68, 69, 68. Wir haben uns also ganz ordentlich geschlagen und wenn wir nochmal aufs Leaderboard schauen, dann sehen wir, dass wir doch mit ordentlichem Abstand hier führen, nämlich mit 5 Schlägen. Und das heißt von der Strategie her, wir müssen die anderen kommen lassen, beziehungsweise die anderen müssen etwas tun. Wobei ich sehe hier gerade einen Raymond Wilson, der ist schon durch, hat eine 66 gespielt, 6 unter Par heute. Also das heißt, da ist dann schon ein bisschen Druck. Aber wir wollen einfach nur schauen, dass wir unser Spiel spielen. Solange wir keinen Schlag verlieren, sind die anderen unter Druck, denn jedes Mal wird es ein Loch weniger zu gehen. Also das ist die Strategie. Wir müssen jetzt wirklich keinen Stress machen. Wir müssen kein Risiko gehen. Wir müssen einfach nur schauen, dass wir mal Pärchen spielen. Und wenn wir mal eine Birdie-Chance haben, dann sollten wir die dann auch nutzen. Das also so ein bisschen zum vierten Tag. Und wir schauen mal, wie wir heute spielen. Der Wind ist moderat. Der kommt jetzt hier von rechts. Das heißt, er wird uns ein bisschen den Ball reindrücken. Und da können wir dann hier in den Knick reinspielen. Ich denke, das müsste so passen. Dann noch ein bisschen, machen wir noch ein bisschen Draw dazu. Und dann wünsche ich uns wie immer ein schönes Spiel. Final Round, Q-School. Und danach hoffentlich werden wir endlich auf die Korn Ferry Tour zugelassen. And that'll do just fine. A good start to this final round, safely in the fairway at one. Jo, der Drive hat schon mal gepasst. Genau, da dürfen wir uns ein bisschen aufmuntern. What do you need to watch out for here, Frank? Those two front bunkers, Rich, the one that protects the left and the right. More often than not, you want to pitch the ball in the front of this green. They are the two to be concerned about. So, wir nehmen Eisen weniger und versuchen, den rein zu faden. Ja. Yep. Ein Eisen weniger und reinfaden. Dann müsste er nämlich auch ein bisschen kürzer bleiben. Okay, die Kurve nimmt er an. Alles, was auf dem Grün liegt, ist erstmal gut für uns. Well, not as close to the pin as you'd like, but when you find greens in regulation on a regular basis, you're going to have a chance. So, der Caddy sagt uns die Puttlinie. Okay, also in dem Fall heißt es definitiv einfach nur gucken, dass wir bis zum Loch kommen. Oh ja, 10 Inches hoch. Ja, den hätten wir dann doch ein bisschen vielleicht näher spielen sollen, aber okay. 10 Inches. Okay. Nee, stopp mal, 10 Inches. Ach, das sieht man jetzt wieder nicht. Wenn wir ihn jetzt so schauen. Ist das jetzt wirklich so sehr bergauf? Nee, oder? Nein. Zack. Aber es geht bergauf. Okay.
und das Ganze sowieso stark über links. Ja, das ist ein ganz schönes Stück eigentlich. Ja, komm, lauf, 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 lauf. Yeah, that's okay. A little more uphill than you think, and that's gonna come up a bit short. So, konzentrieren. Just 5 feet left. Geht ein bisschen bergauf. Reicht uns linke Lochkante. Nachdem wir ja jetzt festgestellt haben, dass die Bälle doch sehr häufig auslippen. Auf 7 Fuß. Puh. Well done. That is in for a par here at the first. And he's going to maintain that substantial lead. So, dann schauen wir einfach mal, was das Feld macht. 31 yard, par 3 second. Frank, pretty good hole. It certainly is, Rich. The carry on the right side is a little shorter, but if you're going to take it down the left side, you've got to fly that ball at least another 20 yards. Ja, da haben wir natürlich jetzt ein bisschen das Problem. Wir müssen über einen Bunker kommen. Er hat das Holz 3 in der Hand. Das passt mir schon wieder gar nicht. Eisen, Hybrid. Hybrid über rechts. Hatten wir das nicht schon mal hier mit diesem mit dieser Welle? Aber jetzt ist halt das Problem, dass natürlich jetzt hier... Ja gut, auf der anderen Seite, wenn er im Bunker landet, können wir eigentlich aus dem Bunker heraus hoffentlich einen guten Schlag machen. Ja, meine Befürchtung ist eher, dass wenn der nach hinten rausrennt, das passt mir nicht so richtig. Da ist er mir lieber zu kurz besser. Aber Eisen 4 ist halt deutlich zu kurz. Gut, Hybrid, reindrohen, hoch. Okay, was macht er? Reicht er? Grün anfangen. Okay, okay, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Nein. Okay. Oh ja, da rollt er aber auch. Ja gut, müssen wir halt pitchen. That one not on the green, but not in a terrible spot either. Sitting up in the short grass. Ja, ich muss jetzt auch ein bisschen immer aufpassen. Also rechts steht auch wirklich ein Pitch. So, wir müssen über links kommen. 16, 11. So. Und? Oh. Komm, bleib. Na. Zu viel, zu viel, zu viel. Das ist natürlich jetzt übelst. Das ist übelst. Ja, das war wieder hopp oder top. Wenn der natürlich drin gewesen wäre, das wäre schon eine Nummer gewesen gleich am Anfang. So, er will chippen. Er will chippen. Chippen passt mir eigentlich gar nicht. Tue ich mich ganz schwer mit den Chips. Naja, okay. Frank, I think you have to appreciate that. He kept his head down and kept his head in the game, and he'll be able to get out of here with a bogey. Hey, I've been watching for a while, Rich, and I haven't seen touch that good for quite a while. So, dem ist nichts hinzuzufügen. And fortunately, the lead still a comfortable one. Full 4 shots. Gut, das heißt jetzt nicht nervös werden. It's a good scenic par 4, the third here at Bay Hill, that huge lake on the left. It's obvious you want to keep it away from that. If you do, you'll have a short iron in and a chance to make a 3. So, wir haben einen Matchplan und an den werden wir uns halten. Und ich bin mir sicher, die eine oder andere Birdie-Chance werden wir noch bekommen. Okay, an der Stelle sieht es erstmal gut aus. Der Wind tut uns jedenfalls nicht weh.
Wir werden ihn etwas flach spielen. Okay. Ja, geht ein bisschen rechts weg. Da werden wir ein paar Yards verlieren. Zum Grün. Driving's been sensational all week, and here's another one that's going to set up nicely in the fairway. Now a second from 162. So. Die Fahne steckt hinten. Wir haben jede Menge Grün zum Anspielen und das ganze Feld nach links. Der Wind drückt ihn auch ein bisschen nach links, also werden wir ihn sehr weit rechts anspielen. Und jetzt ist natürlich die Frage, mit welcher Länge. Okay, es geht ein bisschen hoch. Wir werden ihn etwas hoch anspielen. Was haben wir hinten dran? Bunker. Hinten dran ist ein Bunker. Okay, ja, wir müssen aufpassen. Also auf jeden Fall nicht, dass der uns... Also wir brauchen jetzt keinen Wasserball. Das brauchen wir auf gar keinen Fall. Was wir brauchen, ist jetzt einen Ball. Schön Mitte grün. Und er muss schnell zum Liegen kommen. Das Ganze hier rollt dann bergab. Aber wie gesagt, ein Paar ist schon viel wert. Okay, er fliegt zum Stock. Well, I don't have my tape measure out, but that looks like, oh, what, 6-7 feet in there, but that is an excellent approach shot. So, Freunde. 7-footer for birdie. Das ist jetzt eigentlich machbar. Es geht berghoch. Er hält die Linie. Es ist eigentlich nur ein leichtes Break. Und die Frage wird halt wieder sein, rollt er uns dann wieder übers Loch hinweg? Okay, nicely done. That's in for birdie here at 3. And he'll move to 11 under par. Du musst einfach nur geduldig sein, dann bekommst du auch deine Chancen. Rich Lerner with Frank Navarro back at the fourth hole. Par 5, the first one on the golf course, and Frank, a really good scoring opportunity. Certainly is. Two bunkers down the left, just want to keep it inside that. If you flare it a little right, there's a hazard that just sneaks up on you. So, wieder mit einem erhöhten Grün, da wissen wir ja, worum es geht. Da muss man definitiv drauf landen, sonst rennt der Ball in alle Richtungen weg. So, wie sieht es denn auf dem Leaderboard aus? Tony Cherry. Okay. Martin Wallace. Wer ist denn bei uns im Flight, so wie es aussieht? Der Martin Wallace. Der hat schon mal plus 1 gespielt. Gut. Also, wir haben drei Bahnen gespielt und im Prinzip ist nichts passiert. Im Prinzip ist nichts passiert. Gut. Ein Paar 5 bedeutet eigentlich immer keinen Stress. Wir hauen einfach das Ding da rein. Jo. Driving's been sensational all week, and here's another one that's gonna set up nicely in the fairway. Ja, dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Now from just under 300 yards, a second from the fairway at the par 5. So, das gleiche Spiel praktisch nochmal. Mit einem leichten Draw, dass der vom Bunker wegrennt. Schön mit dem Fairway-Holz ein Transportschlag vors Grün. I'm not sure he got every bit of that three wood trying to get home to this par 5 in 2, but still in the ball game for a birdie. So, jetzt haben wir einen Pitch. Da muss ich eben, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Pitch heißt, dass er auf jeden Fall vorm Stock aufkommen müsste. Ja, das ist jetzt die Frage, will ich das? Runner, Flop, Long Flop. Komme ich denn da hoch? Das glaube ich fast nicht. Ja, den könnte ich noch bis dahin. Nee, wir müssen dann schon den... Na, wo war es denn? Ja, das können wir auch vergessen. Nee, wir müssen den Pitch spielen. So, wo ist er denn? Da ist er. Den Pitch, okay.
50. 45. Naja, wir müssen ja ziemlich hoch spielen eigentlich. Und wir müssen hier rechts bleiben. Hinten dran ist es eigentlich auch flach. So, bisschen hoch spielen. Komm hoch. Ja, er läuft. Bleib oben. Okay, sehr schön. Okay, sensible play right there. And that one on deck. Ja, ich hätte den zwar lieber ein bisschen weiter rechts, aber ist eigentlich auch okay. Okay, wir haben wieder ziemlich einen Bergauf-Putt, so wie es aussieht. Aber vom Break her eigentlich nur am Anfang und das am Ende ist eigentlich relativ egal. Komm, 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 komm! Yeah, that's good putt. A birdie here at one. And he's going to get it to one under for his round and 12 under for the tournament. Now to the fifth hole. And off the tee, Frank, how do these fairway bunkers sort of factor into your mindset as you prepare to tee off? Well, if you watch the pros play on the Arnold Palmer Invitational, you see two different strategies here. Just an iron off the tee, give yourself a full shot in. Or, well, if you're a longer hitter, take it over that bunker on the left. So, das ist wieder dieses berühmte Par 4, wo wir eigentlich überhaupt nicht mit so viel Action da rein müssen und dann trotzdem relativ nah dran sind. Okay, der Wind drückt den rüber, das soll mir recht sein. Wichtig ist eigentlich an der ganzen Geschichte nur, und deswegen werden wir den jetzt auch mal ein bisschen höher spielen, dass er mir nicht so weit rollt. Ja, er macht keine große Kurve, aber er wird mit Sicherheit nach rechts bouncen. Okay, sehr schön. Driving's been sensational all week, and here's another one that's going to set up nicely in the fairway. Second shot coming up, and we say hello to Iona Stephen. Well, there's 134 yards left to the flag. Pin in the middle, so it's a green light. Aha, so sagt sie dazu. Okay. Also der Wind geht deutlich nach rechts. Okay. Ja. Ob der ein bisschen spinnen wird? Ah, das war, glaube ich, ein bisschen wenig Schwung. Wenn er jetzt spinnt, spinnt er uns runter. Ah, zum Glück nicht. Gut. Ja, es war ein bisschen wenig Schwung. Und auch ein bisschen hoch angespielt. So, er möchte ihn wieder pitchen. Was wäre denn, wenn ich sage Texas Wedge? Hallo, Fräulein. Ah ja, okay, ich muss Texas Wedge nehmen. Ja, wir werden pitchen. 11. Okay. Okay. So. Komm rein, komm rein. Schade. Gut. I think you'll be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so, so good. Dankeschön. Danke. Also ich bin auch sehr zufrieden mit dem Pitch. Aber der Pitch bringt nur etwas, wenn man jetzt auch einlochen. Okay. Und das sollte uns doch gelingen. Yeah, that's good putt. It is a par here at the fifth. And that's going to keep this large lead right where it is. So, ich denke, wir haben das Feld auch ein bisschen beeindruckt durch unsere zwei Birdies. The most iconic holes at Bay Hill, the 555-yard par 5 sixth. It is a sight to behold. Ja, wunderbare Bahn. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass hier teilweise versucht wird, direkt
das Grün anzugreifen. Ich meine, wenn man hier zwischen den zwei Bunkern, oder dafür sind ja auch die Bunker da, um dann die Bälle zu fangen, dann muss man natürlich dran denken, dann hat man im Prinzip mit dem zweiten oder mit dem Bunkerschlag hat man dann den zweiten Schlag, um aufs Grün zu kommen und kann dann eigentlich, und die Profis spielen ja sehr gut aus den Bunkern heraus, und dann hat man tatsächlich eine Eagle-Chance. Aber das wird uns nicht gelingen. So, der Wind hilft uns auf jeden Fall, hier übers Wasser zu kommen. Ja, die Sache ist halt die, je weiter man nach links geht, desto knapper wird es halt. So, ein bisschen drohen. Oh, das ist nicht so viel Draw. Aber er ist safe auf dem Fairway und mehr wollen wir nicht. All week, and here's another one that's gonna set up nicely in the fairway. So in the fairway, but a pretty good number to carry here for a second to the par 5. Ja, jetzt könnte man natürlich hier, aber man darf nicht übersehen, dahinter, hinter dem ist auch Wasser. Ja, also wenn der übers Grün hinwegrollt oder ähnliches. Boah, das ist natürlich schon die Hausnummer, weil natürlich die Fahne hinten steckt. Also da darf man auf keinen Fall zu lang sein. So, wenn wir den wieder wie immer hier vorne ablegen, dann drauf pitchen und einigermaßen rankommen, dann haben wir zwei Putts zum Paar und das wollen wir eigentlich auch spielen. Denn hier jetzt auf Birdie zu gehen, boah, da muss man jetzt schon präzise sein. Und das Holz muss man dann hier schon drauf kriegen. Wir haben es in der Vergangenheit, glaube ich, immer mit dem Hybrid gemacht. Der Wind treibt den sowieso jetzt in die andere Richtung. Mhm. Ja, aber wie gesagt, dann lieber im Bunker. Dann lieber im Bunker. Er muss auf jeden Fall trocken bleiben. Ja, und? Oh, jetzt bleibt er im Semi-Raffen. A little unlucky, but still that third shot sits up rather nicely into this par 5. So, wir haben einen Pitch und jetzt müssen wir uns das ein bisschen angucken. Das Ganze geht natürlich zum Wasser, das ist immer so. Der Trend geht immer zum Wasser, der Rest ist eigentlich eben und flach. 58. Also wie gesagt, ich will da eigentlich kein großes Risiko gehen. Wenn der da hinten rausrollt, haben wir ein Problem. So. Ja, damit kann ich leben. Ein Pitch 9 Fuß an den Stock, damit kann man leben. 10 Foot Putt left. Ja, da sieht man es jetzt da hinten. Ja, da schwimmen sogar die Enten drin. Also da kann man jetzt sehen. Ein Blick, so. Ja, dass es da hinten auch Wasser hat. Und deswegen muss man da ganz vorsichtig sein. Diese Pin-Position ist verführerisch. So, lasst uns mal sehen. Das Ganze war ein bisschen bergauf. Okay, das machen wir auch so. Aber wir machen es ein bisschen kürzer, weil ich will nicht, dass er groß übers Loch hinausrollt. Ein bisschen bergauf. Es hat schon ein ganz schönes Break. Aber nur 10 Fuß. Ah, schade. Schade. Missed it left. That's a letdown. Safely in for par here at the sixth, and he'll remain well in control of this tournament. Yep. Well, after that beast of a par 5, Frank, it is time to finesse one up on the green here at the par 3 7, just a little under 200 yards. There's a big mound in the middle of this green, flags above it, and then you've got to be really precise. If it's short of it, you can use that mound as a backstop.
So, jetzt hat man mir ja auch den Tipp gegeben, ich soll mir ja auf jeden Fall Tournaments spielen, um entsprechende Reward Points zu bekommen, damit ich mir Specs kaufen kann. Ich habe jetzt etwas mehr als 18.000 und ich will eben genau Eisen. Eisen hat man mir empfohlen, um hier bessere Control zu bekommen und besser auf dem Grün zum Liegen zu kommen. Und da warte ich jetzt eben darauf. Leider habe ich heute geguckt im Shop, oder nicht, ich habe nicht leider geguckt, sondern ich habe geguckt und leider waren nicht die richtigen Eisen-Specs im Shop. Sonst hätte ich mich hier schon ein bisschen ausstatten können. Aber ich hoffe, ich kann mich dann hier für die Korn Ferry Tour, wo ich doch jetzt langsam relativ sicher sein darf. Ich denke, wir dürfen hoffnungsvoll sein, dass wir uns qualifizieren. Werde ich mir dann doch hoffentlich jetzt hier die Eisen nochmal verbessern. Denn wir tun uns ja in der Regel immer ein bisschen schwer mit den Paar 3s. Vor allen Dingen, weil die so lang sind und wir dann halt immer ganz schöne Eisen oder Hölzer hinschlagen müssen. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir irgendwie mal ein Paar 3 hatten, wo man mit einem Eisen 7 oder so hinschlägt. Also so mit 150 Yards. Also sind wir alles ziemlich ordentlich, muss ich sagen. Und hier haben wir jetzt auch wieder das Thema, wenn wir natürlich Eisen 6 ein bisschen höher. Ja, das ist halt jetzt genau der Punkt. Wie kriegen wir hier wieder den Ball zum Liegen? Eisen 5. Eisen 5. Und hoch anspielen mit einem Fade. Eisen 5 hoch anspielen mit einem Fade. Na? Okay. Ja. Na? Doch, sehr gut, sehr gut. Pin high. Sehr gut. Okay, center of the green. Good shot. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Let's bring in Nota Begay the third for a look at birdie. And a very makeable look here. Not too much undulation at all. Maybe just a slight move to the right. So, wenn ich das richtig gesehen habe, ist es relativ... Ja, es geht mal ein bisschen hoch und dann wieder ein bisschen runter. So, das Ganze über links. Vorhin waren es 10 Fuß, jetzt sind es 19 Fuß. Ja, ein bisschen kürzer. Wir versuchen unseren Glück. Ja, der war jetzt zu viel. Vorhin war er unten durch. Diesmal ist er drüber. Ja, war auch zu schnell. Der war zu schnell. So, Berg hoch. Well done. That's in for par here at 7. And he'll remain at minus 12. So, das Feld. Ja, okay. Jetzt hat Wallace anscheinend einen Birdie gespielt. Eighth and Frank, what's ahead here? Big par 4, just over 450 yards. Ideally, you want to get it down by that bunker where it's nice and flat, because that second shot, you know what's coming up. Ja, der zweite Schlag ist hier ganz, ganz wichtig und die Fahne steckt wieder ganz links drin. Okay, der Wind hilft uns eigentlich, den Ball in die Kurve zu bringen. Wir müssen den ziemlich weit hier. Natürlich, klar, wenn wir den jetzt hier richtig in den Hang, dann kriegt er nochmal ein bisschen Speed. Okay. Ja klar, wenn der da reinrennt, dann kriegt er nochmal Speed. Ja, okay, wir versuchen das Ganze mal so. Und dann natürlich wieder ein bisschen flacher, damit er ein bisschen mehr Roll bekommt. Okay, die Kurve nimmt er erstmal an. Okay. Beautiful tempo to that swing. This is going to wind up squarely in the fairway. 293 Yards. Jetzt bin ich mal gespannt, welchen Schläger der Caddy aus dem Beck holt für uns. Ein Eisen 7. What about the approach shot? Such intimidating second shot here at 8. I think it's the best one on the golf course, Rich. You can see very quickly why the goal is to hit your second shots nice and high and get them to land soft.
This is what you have to do with your second at eight. Ja, das Thema ist natürlich ganz klar. Wir haben da nicht viel. Wir haben da nicht viel Platz. Wir haben da nicht viel Platz. Lasst mich noch mal ganz kurz gucken. Eigentlich sollte man sich immer nur auf sein eigenes Spiel konzentrieren, aber wir schauen mal, was hier das Mitbewerber. Ja, was ist es denn? Eigentlich nur einer, minus sechs. Danach kommen drei, die gleich stark sind. Ja, neun, acht. Die sind halt alle noch gut unterwegs. Da unten hier der Kubo, der ist auf der 14. Da wird sich nicht mehr viel tun. Der kann nicht mehr viel reißen, aber die anderen sind alle gerade unterwegs. Die können noch einiges schaffen, aber gut, minus drei, minus vier. Also, ich kann es immer nur wiederholen. Wir müssen eigentlich hier nicht auf die Fahne gehen. Wir müssen nicht auf die Fahne gehen. Ja, es ist ein bisschen höher. Ja, bleibt er liegen? Nein. Oh, jetzt liegt er schon wieder an der Kante. Didn't check, Frank. Yeah, just not enough spin on that. Really, I mean, that almost like took that first bounce and just ricocheted forward. So, da müssen wir wieder aufpassen, weil der rollt dann natürlich dann runter zum Wasser. Pitch. Oh, bleib liegen. Ui. Ui. Ja, okay. Das ist der Pitch zum Paar. Beziehungsweise der Chip, aber jetzt haben wir doch bestimmt, ich nehme lieber einen Texas Wedge. Ein Texas Wedge. Augenblick, was war? Berg hoch. Okay. Berg hoch, 5 Inches. Okay. Eigentlich macht er gar nicht viel hier. Good concentration there. Going with a putter from off the green, but this one falls to save par. Ja, man muss einfach nur die Nerven behalten und seine Stärken kennen. It's a consistent theme here at Bay Hill. If you can carry it 300 yards. Bay Hill always favors the longer hitter. Final hole now of the front side. It's a 474-yard par 4. And Frank, you've played it before. What works best here? Well, ideally a nice little draw off the tee, but the hole's quite weird because the tee shot shapes to the left and yet the green goes the other way. Ja, im Nachhinein hat man natürlich immer gut reden, ne? Wenn dann so ein Putt dann tatsächlich fällt und man das Paar noch rettet. Aber wie hat schon mal einer gesagt, wer war denn das nochmal? Walton? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall in den 30ern, da hat auch ein Golfer gesagt, das Schöne am Golf ist, dass man mit einem guten Schlag zwei schlechte wieder ausgleichen kann, aber leider auch mit einem schlechten zwei gute kaputt. Und das war jetzt hier so ähnlich. Wir hatten wirklich einen guten Drive und eigentlich eine vernünftige, ich sag mal vernünftig, nicht wirklich gut, aber eine vernünftige Annäherung. Und der Pitch, der hat uns dann doch ganz schön in die Bredouille gebracht und um ein Haar wäre der vermutlich noch vom Grün runtergerollt ins Wasser und dann haben wir es dann doch noch wieder gewuppt mit diesem einen guten Putt. Ja, also so ist das halt eben im Golf, da darf man nicht aufgeben. Auf der anderen Seite muss man immer hoch konzentriert sein. Mit einem Schlag hat man ruckzuck sich in die Bredouille gebracht und dann kommt ein Schlag, ein Fehlschlag nach dem anderen meistens noch hinzu und ruckzuck hat man dann einen Double oder einen Triple Bogey. Ich spreche aus Erfahrung. So. Wir bringen hier die Front 9 hoffentlich hier zu einem vernünftigen Abschluss. Ein Paar 4 mit 486 Yards, das wollen wir nochmal schön spielen. Ein Pärchen wäre herzallerliebst. Ich glaube, der müsste gut liegen.
Ja, guter Drive. Wieder mal ein guter Drive. They call that position A. That's gonna be right down the middle. So, und der Drive ist natürlich immer die Voraussetzung fürs Birdie. Eisen 6. Aber wir haben ja auch eine ganz schöne Strecke hier. So, der Wind trägt ihn dazu. Ich würde den tatsächlich einfach so reinspielen in der Hoffnung, dass er, na, wir werden ihn ein bisschen noch faden, dass er dann auch zum Stock läuft, beziehungsweise genügend Grün zum Laufen hat. Der darf jetzt ruhig ein bisschen rollen. So, und das sieht doch schon wieder ganz, ganz ordentlich aus. So, und ja, jetzt haben wir also nochmal die Chance, uns ein bisschen vom Feld abzusetzen. Okay, es geht wieder ein bisschen bergauf. Bergauf ist uns immer lieber. Immer. Ja, aber das Break macht mir ein bisschen, das ist jetzt wieder so ein 9 Fuß. Ja, wenn der wieder übers Loch drüber rollt, dann ist der ganz schön weit hinten. Okay. Bisschen mehr. Yep, that's nicely done. It's a birdie here at the ninth. And that's going to make this a 234 for the front side. We start the backside at Bay Hill with a par 4, 400-yard dogleg to the right. Two bunkers through the fairway and one on the right. Accuracy off the tee is critical. So, das waren also die Front 9 Final Round Runde 4 Qualifying School für die Korn Ferry Tour, auf die wir jetzt gerne gehen möchten dann nach diesem Event. Und wir haben also drei Birdies gemacht. Okay, Daily Quest haben wir schon wieder ein bisschen was erledigt. Aber ihr wisst ja Bescheid. Wir werden uns gleich wiedersehen, hoffe ich doch, zu den Back 9. Wir stehen an der 10 parat, um die letzten 9 Löcher zu spielen. Und die hoffentlich genauso ordentlich wie die Front 9. Da gucken wir nochmal drauf. Im Endeffekt wieder ein Bogey dabei, aber drei Birdies und somit 2 unter Par. Das heißt, wir sind wieder gut eigentlich im Flow. Und haben die Sache doch weitgehend, will ich mal sagen, im Griff. Auf dem Leaderboard sieht es so aus, dass wir jetzt mittlerweile 8 Schläge Vorsprung haben. Und die Jungs, die hier mit minus 5 und minus 4, die sind ja schon fast im Clubhaus. Wir sehen es hier, die 16 an der 11. Naja, okay, also das müssten wir doch wuppen können. Und dann sollten wir den Quest, der hier links unten steht, alle 3 Punkte tatsächlich erfüllen können. Und dann bin ich mal gespannt, was es da Leckeres dann gibt an Boni, die wir mit Sicherheit gut für die Korn Ferry Tour gebrauchen können. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Und ansonsten darf ich euch allen wieder mal ein schönes Spiel wünschen. Bis zum nächsten Mal.